So, Mirjevet, wir beide Hallo. sind live Hallo. auf Facebook. Ja. Supi-Truppi. Supi, supi. Warte, ich Grüß euch werde es nochmal eben miteinander. aufnehmen. Ja, so. Also, ihr lieben Zuschauer, die Mirjevet und ich haben uns gedacht, wir kommen zusammen, um euch einfach mal Einblicke zu geben in das, was wir so erleben durften auf unserem Weg zur Frau, die alles hat und im Speziellen halt mit unserer Familie, mit unseren Familienmitgliedern und wie wir von A nach B gekommen sind. Genau. Genau. Und da erzählen wir und plaudern mal aus unserem Nähkästchen. Und wir haben mal so gedacht, Mürivet, dass du anfängst. Mag ich gerne. Ja, ich bin auch seit 2014 in diesem Weg unterwegs. Ja, und da habe ich angefangen, weil ich in schlimmen Herausforderungen mit Mann und mit Sohn war. Ja, ich habe Hilfe dort und da, hat nichts gebracht. Ich habe mit meinem Sohn Psychologen gegangen und ich habe gesehen, ich zahle nur Geld und er blamiert dort. Und dann habe ich aufgegeben. Ich habe gelesen damals, irgendwo habe ich gelesen, dass nur ich es verändern kann. Nichts, keine andere. Wow, das war, wenn ich mich verändere, verändert sich mein Leben, habe ich gelesen. Und danach war ich auf der Suche, da wurde ich gekündigt und dann habe ich über AMS, Arbeitsmarktservice, Kurse angefangen. Ich bin mit Liebe dorthin gegangen. Ich wollte immer was lernen, glaube ich. Da war so ein Feuer. Ich wollte was wissen, lernen und in AMS bin ich täglich so wie geflogen. Da war auch Okay. Kleinigkeit, Persönlichkeitsentwicklung da. Und da habe ich NLP kennengelernt und dann hat sich mein Leben begonnen Und da zu. unterbreche ich dich mal, Mürivet, weil wir da Ja. gleich weitererzählen. Jetzt erzähle ich mal so meine Geschichte, wo ich herkomme, so mit meiner Familie, oder das, was mich eigentlich so geprägt hat. Das war ganz im Speziellen ein Konflikt, den eigentlich mein Mann mit meinem Sohn hatte, der also stetig und ständig da war. Und mein Leben sah so aus, dass ich mich halt gefühlt habe wie dieser Fleischklops zwischen dem Hamburger. Also ich war zwischen den beiden und meinte, mich vermeintlich in der Rolle zu sehen zu müssen, dass ich irgendwie Ausgleiche, Abpuffer und das irgendwie balanciere, was da an Disharmonien ist, dass die beiden halt miteinander nicht können und so weiter. Und je mehr ich meinte, das tun zu müssen, das kontrollieren zu müssen, umso schwieriger wurde es. Und es entwickelte sich Ja. dann auch so, einfach nochmal so zum Hintergrund, wo ich herkomme, was da dann auch aus diesen Prozessen entsteht, dass ich das auch immer verbergen wollte. Also ich Ja. wollte das also bloß aufpassen, schöne heile Welt, alles ist in Ja. Ordnung, Kinder sind in Ordnung, Ehe ist in Ordnung, alles tippitoppi. Schön Und das, geschmückt. bitte? Schön geschmückt. Schön geschmückt, genau, schön, genau, Make-up, genau. Genau. Bloß nicht dran kratzen an der Fassade. Ah. So, und bei mir war das dann ähnlich, da komme ich jetzt an Mürivets Punkt wieder hin, dass ich dann auch irgendwann festgestellt habe, so geht das nicht weiter. Ich war nur noch ein Schatten meiner selbst, in meiner Umgebung, in meiner Familie war letztendlich auch keiner glücklich mehr. Alles irgendwie noch kriselte, pipapo. Bei mir hat sich das dann so aufgelöst durch Scheidung und so weiter, wo ich dann so einen Cut gemacht habe und mich auf den Weg gemacht habe, zu schauen, was geht für mich, was ist jetzt, jetzt ist eigentlich nur noch eins wichtig, dass es mir gut geht, weil so wie ich mich fühlte, war das kein Gutgehen. Und Vielen Dank.
diese Schritte, die wir da gegangen sind und wie sich das mit unserer Familie so ausgewirkt hat, darüber wollen wir jetzt mal weiter plaudern. Genau, da habe ich mich halt entschieden, Scheidung, das war für mich keine Frage, weil wir waren auch verwandt mit den Männern, meine Schwager, und da war keine Lösung. Ich habe entschlossen, wie gesagt, wenn ich mich verändere, verändert sich mein Leben, weil ich gesehen habe, 32 Jahre Ehe. Ich habe bemerkt, dass ich alles kontrolliere und darüber hinaus alles noch schlimmer wird. Deswegen habe ich mich entschlossen, wenn ich mich verändere, verändert sich auch alles. Da war unser Sohn mit Schizophrenie, Manikdepression. Ich habe auf der Straße geheult, um Hilfe zu bitten. Und wie ich mich entschlossen habe, mich selbst zu heilen, verändern, hat sich auch was verbessert. Mein Mann hat sich verbessert. Und ich habe bemerkt, dass ich alles selbst kreiert habe und habe das schon damals nicht so wie jetzt beim Patrizia, aber ein bisschen anders, dass ich immer das Beste geschaut habe. Es war halt für eine Lehre da, damit ich mich selbst finde, habe ich damals gedacht. Und deswegen ist es immer besser geworden. Er hat zum Beispiel mich erpresst, dass er sich umbringt, weil es war wirklich schlimme Zeit. Und so habe ich immer mich gestärkt, damit es draußen was wird, besser wird. Ich habe bemerkt, ich habe das alles erlaubt, so zu sein. Und jetzt hat sich auch gewendet. Und seit dem Patrizia ist es noch besser geworden. Seit Juni bin ich ja mit euch zusammen, weil ich immer an Patrizia dran geblieben bin, bei ihr weitergeblieben bin. Ich habe immer gedacht, es gibt mehr, es gibt mehr. Ich will es noch eintrickern, das Alte weg, und das Neue. Weil ich weiß auch, wenn man nicht wirklich dort bleibt, dass das auch wieder unser Verstand, wieder das alte Lügen kommt. Und wenn du jetzt sagst, dass dadurch, dass du dich auf den Weg gemacht hast, dich verändert hast, was hat sich denn jetzt in deiner Familie, bei deinem Sohn und deinem Mann getan? Ich habe losgelassen, er kann allein in einer Wohnung wohnen. Mit Sachverwalter, aber ist es egal, ist es okay, so wie ist. Und jetzt tue ich auch besser vorstellen für ihn. Vorher habe ich das nicht ganz vorstellen können. Ich habe immer gesagt, er muss halt seinen Weg gehen, niederfallen und irgendwie steht er auf, selber. So habe ich es losgelassen, wie ich zum Beispiel. Aber jetzt kann ich für ihn auch super Vorstellungen machen. Ich habe auch gemacht. Für 12 Jahre hat er keine Lehre bestanden. Darüber war er auch gegenüber der Vater immer Schuldgefühle. Das habe ich alles gesehen. Nur so wie jetzt habe ich halt nicht gemacht. Aber jetzt ist egal, wie ich es gemacht habe. Es ist immer besser geworden. Ich habe vorgestellt, dass wir die Lehre fertig macht und zusammen Abendessen wir machen. Und er hat die Lehre bestanden. Mein Mann hat sich viel verbessert. Früher habe ich alles übernommen und seitdem ich diesen Weg gehe, übernimmt er auch vieles. Und das ist eigentlich also so das Spannende, was ich bei mir auch in der Familie beobachten kann. Dadurch, dass ich loslasse, Genau. loslasse heißt, dem anderen zugestehe, dass er 100% perfekt ist, dass er Genau. alles aus seiner eigenen Kraft und aus seinen eigenen Möglichkeiten wenden kann und tun kann und in ein schönes Leben kommen kann, dadurch, dass ich den anderen selbst ermächtige. Der Schritt vor für mich ist aber gewesen, dass ich mich erstmal selbst ermächtige. Und Genau. diese Selbstermächtigung, ich gehe in ein schönes Leben, bedeutet, dass ich auch meinen Liebsten das erlaube und wünsche. Und dadurch, dass ich das tue, geschieht es auch, weil diese Auswirkung
das war noch so eine Sache bei mir, glückliche Mama, glückliche Kinder. Also ich hab meine Kinder auch losgelassen im Sinne von, dass sie also gar nicht mehr mich auf Huckepack hatten. Also ich habe mein eigenes Leben gelebt und dann sind meine Kinder eben auch wirklich in ihr eigenes Leben so schön und so souverän gestartet und gegangen und auf die, und dies ist jetzt die Basis, die uns so auch trägt, dass wir eben in, also aus der Liebe heraus, das Fundament ist ja wirklich die Liebe und die Freude miteinander und aneinander. Und das ist das, was jetzt unser Fundament ist. Und von dem aus es einfach schön, schön, schön ist. Genau. Wunderschön. Ich will dazu sagen, wir kontrollieren alles, weil wir auch so erzogen worden sind von unseren Eltern. Und ich erlaube meinen Kindern natürlich auch ein schönes Bild von denen. Sie können selber Entscheidungen treffen. Ich muss nicht überall das und das eingreifen. Das habe ich früher gemacht. Jetzt nicht mehr. Jetzt lasse ich alle los und denke für sie alles Beste, alle Beste, dass sie es auch schaffen können. Genau, und das ist so im Auftrag der Liebe unterwegs sein. Ja. Und aus der Liebe heraus und aus der eigenen Liebe und Freude eben auch jedem Menschen und jetzt im näheren Umfeld den Liebsten alles Schöne zu wünschen. Und dieses Wünschen und Ausgestalten, das kann ich ja selber machen, indem ich bin ja die Gestalterin dessen, was ich sehen möchte, was in Erscheinung treten soll, was passieren soll. Genau. Und das kann ich eben auch auf meine Kinder, auf meinen Freund, auf meine Verwandten und so weiter übertragen. Wie will ich es denn haben? Wenn ich in dieser reinen Freude am Leben bin, wie will ich es denn haben, dann kann ich die Situation, die in Erscheinung treten darf, soll, bestimmen. Aus meiner Freude heraus und aus meiner Liebe heraus. Und das ist einfach das Wunder, Wunder, Wundertolle an der Geschichte. Ja. Und hier und da sind eben auch noch so Barrieren und Hemmschuhe so und Glaubenssätze und Pi und Pa und Po. Und was jetzt das Tolle ist, dass in diesem Mastermind, diesem Divine Creation Mastermind, wo wir jetzt am Ende sind, wo wir uns auch geschult haben und in diesen Mindset gebracht haben, dass wir jetzt wissen, wer wir sind und wie wir wirksam werden können für unsere Lieben und eben auch für Menschen, die an uns herantreten, die in dieses Mastermind gehen und wo wir dann eben als Mentorinnen begleitend zur Seite stehen können mit all unserer Lebenserfahrung, aber auch mit dem Wissen, wie Leben wirklich, wirklich, wirklich zum Vorteile aller wirklich schön geht. Genau. Und das ist das, was wir gerne, also das Programm beginnt jetzt am 20. Alle Frauen, die ein schönes Leben wollen, die für sich und ihre Liebsten ein schönes Leben wünschen und sind herzlich eingeladen, weil das Mastermind in dich, Frau, dahin bringt, dich wirklich in der Lage zu sehen, dein Leben zu switchen, indem du dann die, ich sage jetzt mal, Tools und auch das Wissen und auch den Spirit und auch die Begleitung hast, um das wirklich gut angehen zu können und umsetzen zu können. Und ich für mich habe Lust darauf, Frauen zu begleiten und Möri wird. Ich ganz auch. Klar. Ich genau. Auch viele Frauen. Ja. Ich bin sehr froh darüber, sowieso dass schon. Ja, diese Chance noch gegeben hat. Es ist wundervoll. Genau. Ich kann dazu sagen, in der Gruppe
manchmal kannst du nicht an dich heran, manche Sachen. Und in der Gruppe tut dich jemand spiegeln, was Ja, du genau. sagen willst, was dir fehlt oder so. Damit kommst du viel schneller voran Genau, oder hin. wir sind ja auch alle eins oder alle gleich. Also wir Genau, kennen deswegen. die Nöte, die Sorgen, das, was sich unschön anfühlt. Jede kennt das und aus Genau, dem das ist das. heraus ist es einfach so hilfreich, mit Gleichen zu sein und sich gegenseitig dann halt auch in der, ich sag mal, in der Balance und in der Spur zu halten und auch weiterzubringen und zu führen. Also, ich würde sagen, Mürivet, möchtest du noch was sagen? Ich Sonst. wollte sagen, es ist mir jetzt gekommen, es ist immer, es passt immer, egal wo du bist, welche Gruppe du bist, passt immer. Es sind Gleichgesinnten. Am Anfang habe ich gesagt, aha, was habe ich mit denen gleich, was habe ich mit denen gleich. Nach einigen Zeit, boah, habe ich Gänsehaut, okay, wir haben das fast gleiche Sachen erlebt. Ja, genau so Ja, ist es, ne? du bist mit Gleichgesinnten zusammen in einer Gruppe. Das ist kein schöneres Geschenk als das, sich zu erlauben. Ich habe Genau. es mir erlaubt und ich bin sehr, sehr froh darüber und wünsche es für jede Frau, weil wenn eine Frau sich verändert, verändert sich die Mama, die Töchter, die ganze Umgebung, wie mein Mann. Genau. Ich habe Also es ist wie so vor, eine Welle, so wuff, 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 ja, wuff, 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 Umgebung, wuff. Genau, das ist das alles Schöne. geht, letztendlich geht es in Heilung, dadurch, Einfach dass ich heile super, werde. es kann nichts Genau. Schlimmes sein. Nee. Für diejenigen halt, die sich nicht trauen, ist mir halt vom Herzen gekommen, dass ich das sagen will dazu. Genau. Also, und wir haben diese Inspiration gegeben, weil wir wissen, woher wir kommen und wo wir Ja. hin sind. Und ich kann mich da nur anschließen von Herzen. Ich wünsche es jeder Frau, sich das wert zu sein, um einfach für sich und für ihre Liebsten das Ja. Allerbeste zu tun. Und das Die wird sind doppelt wertvoll. und dreifach gedankt und tausendfach und so weiter und so weiter und so weiter. Es ist so viel Schönes, was dann entsteht. Ja. 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 Also habt Bock drauf, gebt euch einen Ruck und dann sehen wir uns wieder. Ich habe immer Also. gesagt, ich steige ins Horizont ein. Jedes Mal. Ich, Ja. ja, einfach ins Horizont und du wirst irgendwie rausschwimmen. Ja, Egal wie tief. ab in den U ja, genau. Genau. Also, Das war mein Glaubenssatz immer. springen und Bing. es Netz wird sich auftun und alles ist schön. Genau, aber dieser Ja. erste Schritt, der Mut, ne, der. Das ist das Geschenk, was jede sich selber machen darf. Genau. Genau. Also, tschüss. Wünsche alles Liebe, Ciao, einfach ciao. Frauen. Tschüss.